Ein Bild, wo jetzt meine Anwältin und Freundin und Kunstkennerin, mit der ich immer auf dem Antiquitätenmarkt bin, zweimal im Jahr, die hat gesagt, sie fand die Ausstellung ganz toll und ihr Mann, Senatspräsident auch und ihre Tochter, Jungjuristin auch, alle waren. Aber da war ein Bild gewesen, das hätte da überhaupt nicht reingepasst. Und das war, Frank, dieses Bild, wo du auch schon mit mir Krach anfangen wolltest. Das ist ein grünlicher kleine Leinwand und da ist nur oben ein Mond, Silbermond, und unten ist eine Welle, die natürlich einen jungen, atmenden Busen darstellt. Und auf der Welle zwischen den beiden Rundungen sind drei Gräser, die natürlich, kann man sich vorstellen, auch eine erotische Assoziation hervorrufen sollen. Und das Bild handelt über einen, in diesem Falle jetzt über den Maler auch, ne, der immer bei allem, was er sieht, ein Mond, ein Gras, eine Düne, an eine Liebe denken muss. Ja, also da habe ich eigentlich irgendwie ein schlechtes Gefühl, den da einen Preis dran zu machen. Das finde ich irgendwie, also seit Marc Duchamp sind die Künstler ja extrem faul geworden, ne? Und alle haben dann sozusagen die Entschuldigung, hatte Marc Duchamp auch gemacht. Ne? Und wir sind auch ehrlich gesagt nicht weiter als der. Ne? Wir zitieren den jetzt noch praktisch jetzt 100 Jahre später, ne? Also 1919 war das, glaube ich, mit dem Fahrrad und dem Pissoir und den 100 Jahre später berufen wir uns innerlich auf Marc Duchamp. Manche berufen sich gar nicht, manche kennen ihn ja auch gar nicht, aber die wissen, dass das als Kunst gelten kann. Ne? Und dann zerren die irgendwas an die Öffentlichkeit, ne? Und dann geben die den Namen und dann ist das Kunst. Ne? Und dann fand ich den Stuhl, fand ich dann irgendwie, warum ich auf den Stuhl kam, hätte auf was anderes kommen können, hätte auch Besen sein können. Ne? Und dann fand ich den Stuhl interessant, weil der auch so dient, ne? Und weil wir den auch nie so richtig wahrnehmen, ne? Und weil der überall ist und weil das ein populäres Ding ist. Und dann habe ich den ja dann so, du hast ja in der Ausstellung nur ein Pärchen gesehen, aber es gibt ja viel mehr Inszenierungen. Und alles aus einem IKEA-Stuhl gebaut, jede Variation, aus dem einfachsten, leistverkauften Stuhl, also das Gewöhnlichste immer als Grundlage nehmen. Wobei ein Selbstzitat ja ist, an meiner Gewöhnlichkeit werdet ihr euch noch die Zähne ausbeißen, sprach der ist egal wer. Und also das Gewöhnliche zieht mich an. Und dann, ja, der Stuhl war ein tolle Dinger. Und da haben Freunde gesammelt und haben diese Sitzflächen, fand ich originell schön, da haben wir eine andere Form. Immer raus aus der vorgefertigten Geschichte. Und die hingen gut an der Wand, fand ich. Schön sinnlich auch, so um und. Ja, und dann habe ich dann, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich jetzt, die haben ja alle was zu bedeuten. Das ist ja letztlich, das ist mein Leben. Auf Find Your Place, finde deinen Platz, Chairs Like You and Me, also Stühle wie du und ich, ne? So. Wir sind alle dasselbe. So. Und ja, habe ich das dann. Was das Besondere vielleicht an den Stühlen ist, die Motive, die da drauf sind, sind nicht subjektiv gemalt, sondern sind alle nach Fotos gemacht. Fotos, also sind Gestalten drauf, also Fotos verzerrt, Schattenwürfe, so, aber alles pingelig, genau, weil es ein Teil der, weil es, weil ich die Realität zitieren wollte, mit der ja jeder lebt. Ne? Ja, also so der kleine Junge zwischen den beiden Frauen, das waren alles kleine Figürchen, ne? Und die habe ich dann in Schatten werfen lassen und so war der kleine Junge zwischen der sinnlichen Frau und zwischen der imaginären Geliebten, hat der kleine Junge hin und her geguckt, dann konnte ich mir das vorstellen, wenn man als Mann sich darauf einlässt. Das verlässt einen ein Leben lang nicht. So, das war ein Dreier. Und der nächste waren jetzt Katzen, die auch mit chinesischen Sternzeichen illustriert. Eine kleine Katze, die aufbricht, in die Sonne. Und eine starke Katze, die springt, im Wind und im Sprunginhalt. Und eine alte Katze, die durch den Regen schleicht. So, das war auch jetzt mal einfach von einem Leben sozusagen. Wir wird eingeteilt in alte Kindheit, Erwachsenen, Alter. Und dann der Mensch in der Masse. Ne? Das ist ja da einmal mit den Fischen, einmal mit den Vögeln und dann die Ameise. Ne? Und das stand jetzt, bei der Ameise habe ich nur eine gemalt, die steht in der Mitte und da oben drüber steht in Altchinesisch Arbeit, Familie. Und links findet er dann sozusagen Schwarmintelligenz mit den Vögeln sein Ziel und bei den Fischen versteckt er sich. Also das sind unsere beiden Verhalten in der Masse. Entweder die führen uns irgendwo hin oder man soll es keiner finden. Darunter sind dann irgendwie das Schaf und das schwarze Schaf, wie man so schön sagt.
Dann die rote Gans, die so macht, ne? Und der braune Hase, der abhaut. Ne? Also entweder ist man schuld, alles, ne? Dann muss man auch tragen, oder man ist eben sauer und rot und sieht rot und ist böse auf sich allein, oder man verschwindet. Ne? So ein bisschen wie die Leute, interessiert mich nicht. Ne? Bin dafür, bin dagegen, interessiert mich nicht. So, ne? Und, naja, und so geht das, so ist die dann auch interpretierbar, diese Wand. Ne? Aber sie ist einfach auch dekorativ wahrnehmbar, wie man möchte.